fand hier in Stuttgart im Parkhotel die Premiere der diesjährigen Cloud Service on Tour 2012 statt. Und eines der Unternehmen, das ich hier mit seinen Cloud Services präsentierte, war die Firma Bosta aus Karlsruhe. Bei mir ist der Herr Daniel Riem von der Firma Bosta. Für alle diejenigen, die Bosta nicht kennen, stellen Sie doch Ihr Unternehmen einfach mal kurz vor. Ja, hallo nochmal von meiner Seite aus. Die Bosta ist IT-Dienstleister und Hoster aus Karlsruhe. Wir bedienen den Markt im Cloud Computing, im Fulfillment Service, im mittelständischen Unternehmensbereich mit eigenem Rechenzentrum mit Sitz in Karlsruhe. Eines der Hauptpunkte Ihres Vortrags heute war das Thema Kosten und Kostenreduktion. Wenn Sie es ganz kurz zusammenfassen müssten, wo liegen die speziellen Kostenvorteile von Cloud Computing? Die speziellen Möglichkeiten im Cloud Computing liegen darin, dass man die Kosten transparent, messbar und flexibel gestalten kann im Vergleich zu jetzigen IT-Strukturen. Ja, das heißt, ich kann das messbar gestalten, das Ganze individuell für jeden einzelnen Kunden abstimmbar. Und letztendlich ist es immer in Abhängigkeit vom Cloud-Mix zu sehen. Ja, Cloud-Mix in der Richtung, dass ich sagen kann, IT aus der Steckdose wie der Strom heutzutage, benutze ich es, brauche ich es, dann schalte ich es ein, benutze ich es nicht, dann muss ich auch nicht dafür zahlen. Und abgesehen von den reinen Kostenvorteilen, wie sieht Ihre Top-3-Liste der Cloud Computing-Vorteile aus? Einmal ist es individuell gestaltbar, ich bin flexibler, ja, ich kann sehr, sehr kurzfristig und flexibel reagieren auf Veränderungen in den Prozessen und in Unternehmen, im Wachstumsbereich, auch in der Minimierung der Struktur. Ja, einmal das. Das Thema ist auch ganz klar Datenschutz, Made in Germany. Wir stehen für Made in Germany. Das heißt, wir halten uns da SLAs. Und das Wichtige im Cloud Computing ist, wenn man ein eigenes Rechenzentrum betreibt, hat man sicherlich sehr viele mehr Standards an Sicherheitsstufen als heutige irgendwelche Serverräume, die bei den mittelständischen Unternehmen im Einsatz sind. Ja, dann wünschen wir weiterhin viel Erfolg für Ihr Geschäft. Dankeschön.